Hallo meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück heute mit Sonnenschein am Onsen und wir mussten gestern leider abbrechen, da die nichts mehr frei hatten und mit unseren Tattoos durften wir nicht rein. Also sind wir voll betrübt wieder zurück und dann haben wir uns erstmal eine Stunde hingelegt, voll deprimiert und dann ist es passiert, dann kam vom Kleb die Cousine und wir waren Sushi essen, haben heißen Sake getrunken und dann ging es richtig ab. Dann sind wir Baseball spielen gegangen, dann sind wir in die Karaoke-Bar mit All You Can Drink eine Stunde und das haben wir auch genutzt und dann war Game Over, ey. Und dann sind wir nur noch rumgelaufen. Jetzt waren wir noch Dart spielen. Dart spielen waren wir noch, ja, da hat ein Japaner Nippel blitzen lassen. Ich hab mir gedacht, so, was ist mit den Leuten los, Alter, die sind ja voll krass drauf. Und dann waren wir noch im Club und es war richtig derbe heftig, ey. Die waren mega, mega freundlich alle. Bis 5 Uhr in der Früh waren wir da, deswegen ist jetzt sonst noch perfekt heute einfach. Richtig geil und ja, jetzt genießen wir den Onsen mal, erholen uns und dann ist hier noch ein Kirschblütenfest und dann schauen wir mal weiter. So, wir sind jetzt hier drin, wir machen noch ein paar Aufnahmen. So. Jungs, seid ihr bereit, euch nackig zu machen? Ja. Fette heiße Ramen-Nudeln. Und hier ist einmal außen. Ich gehe jetzt mal kurz durch. Geht es? Oder ist das alles heiß? Du kannst schon durch. Alles nass. Hier ist auch noch mal eins, damit ihr das seht. Und hier geht es auch noch mal weiter. Boah, meine Brille ist auch schon beschlagen, ey. Und so schaut das Ganze aus. Und das ist unsere Aussicht dazu noch. Ist das awesome oder was los? Hey, ist das geil? Mega nice. Und da hocken wir jetzt rein. Und da hocken wir jetzt rein. Jetzt aus dem Onsen raus und schon wieder hier. Haben eine halbe Stunde gechillt. Und jetzt geht's weiter. Wir treffen uns nochmal mit Klebs Cousine und essen Fleisch. Zum selber grillen. Wir sind mega fertig und einfach zu voll müde, weil wir voll wenig geschlafen haben. Naja, wir sehen uns dann. So, wir sind jetzt im Grillen angekommen, haben ein paar Leute getroffen und jetzt können wir weiter essen. Das war Immigration-Problem right now. Wir waren jetzt richtig lecker grillen. Das war so hammerlecker. Richtig grillen. Ich war jetzt so hammerlecker. Den neuen YouTuber, der schön, dass er auf Japan gekommen ist, extra um mich zu promoten heute. Das ist Anton. Und ich habe gehört, du hast eine geile Kette. Ja. auf jeden Fall. Ja, wir sind gerade, wollten gerade nach Hause fahren. Jetzt wurde der ganze Zug ausgeräumt, aber in einem Tempo. Entweder ist hier Bombendrohung. Ja, ohne Chance, weil die untersuchen irgendwas. Oder ist einer halt vor den Zug gesprungen, Alter. Kann auch sein. Ich will es mal nicht beschwören, aber denke ich nämlich auch, dass das eher passieren kann. Aber davon kriegen wir wahrscheinlich eh nichts mit. Oder der muss halt mal, der Zug muss mal Bremsen wechseln oder so. Wer weiß. Oder... Ja, Platten. Ja. Ich hab's gesagt. Naja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt heim anscheinend. Ja. Der fährt halt jetzt ohne uns weiter. Und. Nee, da ist auf jeden Fall noch einer drin, also alles cool. Und wir werden jetzt nach Hause laufen, die eine Station. Und gute Nacht für heute. War mal ein cooler Tag. Das Film war richtig geil. Richtig coole Leute dabei gewesen. Als der nächste Zug kam. Und ich tippe mal, das war einfach nur, der wollte Feierabend machen, der hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Weil da werden drei Leute eingestellt, die Leute rausholen. Der macht jetzt Feierabend, weil jetzt ist ja schon fast 11. Hallo. Naja, wir gehen auf jeden Fall jetzt ins Bett. Ciao. Lieblings-YouTuber.